Bis zu einem neuen Arzneimittel ist es ein langer Weg, der meist im Labor eines Pharmaunternehmens beginnt. Geprüft werden hier Stoffe verschiedensten Ursprungs. Bis zu 10.000 Substanzen werden untersucht, um ein Dutzend vielversprechender Kandidaten zu finden. Sie werden patentiert. Ein Schutz vor Konkurrenz, der 20 Jahre wirkt. In den nächsten Jahren werden die Wirkstoffkandidaten im Labor genau getestet. An Zellkulturen und an Tieren. Ob die Substanz giftig ist, Krebs auslöst oder Gene verändert. Verlaufen die Tests gut, kann die Pharmafirma eine Genehmigung für Studien am Menschen beantragen. Dafür muss sie glaubhaft machen, dass die Versuchspersonen ausreichend geschützt sein werden, rechtlich und gesundheitlich. Das gilt für alle EU-Studien, auch wenn sie im Ausland gemacht werden. In der EU gelten hierfür strenge Gesetze, unter anderem auf Basis der Deklaration von Helsinki. In Österreich wird die Einhaltung dieser Gesetze vom Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen geprüft, sowie von einer der lokalen Ethikkommissionen. Sind die Studien am Menschen genehmigt, wird die Substanz zunächst an Gesunden getestet. Die Forscher wollen an ihnen herausfinden, wie der Wirkstoff vertragen wird und wie er sich im Körper verhält. Im ersten Schritt erhalten einzelne Testpersonen den Wirkstoff in sehr niedriger Dosis. Sie tragen das höchste Gesundheitsrisiko, denn keiner weiß genau, wie sich die Substanz im Menschen verhält. Erst dann wird der Wirkstoff einer ganzen Gruppe verabreicht. In den nächsten beiden Schritten wird geprüft, ob der Wirkstoff tatsächlich so gut wirkt, wie die Forscher glauben. Dazu wird er an kranken Personen getestet. Eine Patientengruppe erhält das neue Medikament, die andere das bisherige Standardpräparat oder ein Placebo. Das ist eine wirkstofflose Tablette. Weder die Patienten noch die Ärzte wissen, wer den neuen Wirkstoff und wer das andere Medikament bekommt. So lässt sich das Ergebnis besser vergleichen. Ist die Substanz gut wirksam, wird sie an vielen Patienten getestet. Für die Studien am Patienten beauftragt das Pharmaunternehmen als Sponsor der Studie einen Prüfarzt. Der plant die Studie und führt sie durch, gemeinsam mit dem Forschungsteam. Sie suchen auch die Versuchsteilnehmer aus. Eignet sich ein Kandidat, kann er an der Studie teilnehmen. Doch zuvor muss er über den Studienablauf und die Risiken aufgeklärt werden. Ist der Proband einverstanden, gibt er sein schriftliches Einverständnis. Die Studien am Menschen zählen zu den kostspieligsten Prozessen in der Medikamentenentwicklung. Pharmafirmen geben dafür bis zu 70% ihres Forschungs- und Entwicklungsbudgets aus. Schätzungsweise bis zu 90 Milliarden US-Dollar. Auch um Kosten zu sparen, verlagern Pharmafirmen ihre Versuche immer häufiger in Entwicklungsländer und Schwellenländer. Dort stieg der Anteil an Menschenversuchen innerhalb weniger Jahre deutlich, während in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten der Anteil sank. Für viele der Studien im Ausland beauftragen Pharmafirmen Fremdfirmen, sogenannte CROs. Sie planen die Versuche eigenständig. Im Ausland engagieren sie dafür den Prüfarzt, der auch bei den Behörden die Genehmigungen einholt. Denn theoretisch müssen hier die wissenschaftlichen und ethischen Standards der EU weiter eingehalten werden. Läuft etwas schief bei den Studien, versuchen die Pharmafirmen, ihre gesetzliche Verantwortung abzuwälzen. Bis hin zum durchführenden Arzt. Sind die Studien am Menschen erfolgreich, kann die Pharmafirma in einem Zulassungsverfahren prüfen lassen, ob das neue Medikament in den Handel kommen darf. Die Entscheidung darüber treffen die Arzneimittelbehörden und die Ethikkommissionen. Jetzt darf das neue Medikament verkauft werden. Nur ein einziger von einem Dutzend Wirkstoffkandidaten erreicht dieses Ziel. Wie bei jedem Produkt geht es jetzt um das Steigern von Umsatz und Gewinn. Allerdings muss das Pharmaunternehmen die enormen Entwicklungskosten wieder hereinholen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn nach über 10 Jahren der Entwicklung bleiben für den Vertrieb nur noch wenige Jahre, bis der Patentschutz abgelaufen ist.
dann ist der Markt frei für günstigere Konkurrenzprodukte mit dem gleichen Wirkstoff.